Profil Podcasts. Herzlich willkommen zum Mittwoch IPO, also Innenpolitik Podcast. Mit mir diskutiert heute die Rosemarie Schweiger aus der Innenpolitikredaktion. Hallo Rosi. Hallo, guten Tag. An den Reglern, wie es so schön heißt, Stefan Wabel. Da wir diesen Podcast noch einmal über Zoom aufzeichnen, wiewohl, ich sag's dazu, die Rosemarie Schweiger nur wenige Meter, aber doch durch zwei Wände getrennt neben mir im 19. Bezirk in Wien sitzt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wollen ein bisschen über Wirtschaft sprechen in dieser Woche. Vergangene Woche ging es stark um Ibiza-Video und da hat sich so eine eigenartige Stimmung breit gemacht. Die Rosemarie Schweiger hat einen Text in der vorliegenden Printausgabe vom Profil geschrieben unter dem Titel "Was heißt hier normal? Fast alle Geschäfte und Lokale sind geöffnet, steht im Vorspann. Trotzdem kommen Wirtschaft und Gesellschaft nicht aus dem Krisenmodus heraus." Und ich glaube, jeder von Ihnen bekommt das auch mit. Einerseits wird Geld ausgeschüttet im Taschengeldmodus und auch in großen Scheinen. Andererseits scheint niemand zufrieden zu sein und man kann sich kein ordentliches Bild machen. Man verweist darauf, in Deutschland oder in der Schweiz ginge doch alles viel besser. Die Regierung kontert, dass es gar nicht stimmt. Und so ein richtiges Bild bekommt man nicht leicht. Rosi, wie ist dein Bild dazu, abgesehen davon, dass es auf jeden Fall mal kritisch ist? Ja, kritisch ist es, glaube ich. Ja. Ich glaube, man muss es in mehrere Teilbereiche aufteilen, das Problem. Zum einen ist unbestritten, also jedenfalls in weiten Teilen, dass diese Hilfspakete der Regierung zwar großzügig dimensioniert sind, aber bisher nicht so richtig ankommen. Also man hat da offenbar, es gibt administrative Probleme, es gibt andere Probleme, die Leute kommen nicht zu ihrem Geld bis jetzt oder jedenfalls nur wenige. Das ist mal der Punkt eins. Also diese ganzen Hilfsfonds, die ja verhindern sollten, dass Kleinunternehmer durch den Lockdown in die Insolvenz getrieben werden, die sind noch nicht so richtig in Gang gekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, lebt halt eine Wirtschaft in sehr hohem Ausmaß vom privaten Konsum. Und der leidet wiederum darunter, dass fast die Hälfte der unselbstständig Beschäftigten in Österreich derzeit entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit sind, also doch deutlich weniger Geld haben, als sie vorher hatten. Und natürlich ist das jetzt kein Anreiz, lustvoll shoppen zu gehen. Bei der Industrie wiederum hat sich einfach einiges angestaut. Also ich habe letzte Woche mit dem IV-Generalsekretär Christoph Neumeier gesprochen, der mir halt erzählt hat oder der versucht hat, das Problem so ein bisschen aufzugliedern und der gesagt hat, man muss sich vorstellen, was das bedeutet für eine Wirtschaft, für eine Industrie wie die österreichische, die zum Beispiel stark ist in der Autozulieferung, wenn wochenlang keine einzige europäische Autofabrik geöffnet hatte. Zumal also die Autoindustrie ja schon vorher in gröberen Turbulenzen war. Ja, das hat das noch verstärkt alles. Genau, ja. Wir als Printmedium zum Beispiel auch schon längere Zeit bei den Inseraten gemerkt haben. Genau. Also da ist viel zusammengekommen und deswegen ergibt sich so insgesamt das Bild, dass zwar der Lockdown beendet ist, dass alles wieder halbwegs normal aussieht, zumindest wenn man durch die Stadt geht, ist es fast wieder so wie früher. Es ist nicht ganz so voll, aber es ist wieder belebt und Menschen sitzen wieder in den Gastgärten, aber es ist einfach ganz weit von dem entfernt, was wir vorher hatten, nach wie vor. Aber ist das jetzt überraschend? Wir sind ja wirklich kritisch und auch dazu da, kritisch zu sein, aber bei einer Krise, die in diesem Maße nicht vorhersehbar war, hätte man es wirklich um so vieles besser machen können. An der Gesundheitsfront haben wir uns die Frage ja auch schon sehr früh gestellt, haben auf Großbritannien geschaut, haben vor allem auf Schweden geschaut. Und ich glaube nicht, wenn wir uns jetzt gerade zum Beispiel Schweden anschauen mit einem prognostizierten Minuswachstum, also einer Reduktion des BIP heuer von 6%, bei uns werden es wahrscheinlich 7% sein, aber 10-mal so viel Toten auf 1 Million gerechnet, also dass die so viel besser gemacht haben. Ich weiß nicht, wo das ganze Nörgeln ist oder wo wir tatsächlich sagen müssen, hier gab's flächendeckend und systemimmanent Inkompetenz und es gibt dafür Verantwortliche.
Ja, da sind wir uns, Christian, nicht ganz einig in der Einschätzung, ob dieser Lockdown in dieser Härte notwendig war oder nicht. Ich habe das immer schon anders gesehen. Da werden wir noch lange drüber streiten, ja, wahrscheinlich auch in der Gesellschaft. Natürlich kann man sich als kleines Land schon gar nicht abnabeln von dem, was auf der Welt passiert. Und es gibt eine Weltwirtschaftskrise, unter der würden wir selbst dann leiden, wenn bei uns alles weitergegangen wäre und nichts zugesperrt worden wäre. Klar, natürlich, weil einfach die internationale Nachfrage sehr schlecht ist im Moment und das wird sich auch wahrscheinlich noch länger nicht ändern. Es ist nur in Österreich ganz besonders viel mit Angst gearbeitet worden. Das hat sich dann ja auch quasi mit Brief und Siegel beweisen lassen, dass Protokolle aufgetaucht sind. Und das kann man nicht so zuschalten und dann wieder wegschalten. Und man merkt schon, dass die Leute einander misstrauen nach wie vor, dass es so eine zweigeteilte Gesellschaft gibt derzeit. Wir haben keine gemeinsame Realität im Moment. Es gibt die, die das alles nicht mehr hören können, die von Corona nichts mehr wissen wollen, die wieder feiern wollen. Und ich halte das für sehr verständlich, dass man das will nach 3 Monaten. Auf der anderen Seite gibt es aber die, die immer noch sich wahnsinnig fürchten vor diesem Virus. Und für die ist es natürlich jetzt sehr schwer geworden, weil die können dem jetzt ganz schwer aus dem Weg gehen, nachdem überall wieder Betrieb herrscht und man auch wieder Schulen, zur Arbeit Kinder in die Schulen Kinder wieder gehen in die Schule und gehen Eltern und so weiter. Sind die Kinder in den Schulen, aber die Enkel, dann ist es absolut unmöglich und dann lässt sich es auch nicht kaum mehr argumentieren. Wiewohl ich immer der Meinung war, man hätte die Schulen nicht öffnen müssen, aber ja, aber klar, da unterscheiden wir uns. Meine Haltung war dazu zu dem jedenfalls am Beginn, das Restrisiko, dass das Ganze hochgeht wie ein Atomkraftwerk, ist einfach zu hoch und darum muss man Notfall annehmen, auch wenn es keine Notsituation eigentlich noch nicht absehbar ist. Nachher ist man natürlich immer klüger. Ich bin ja, da unterscheiden wir uns auch, eher der Meinung, dass es fahrlässig ist, Großveranstaltungen jetzt wieder zu erlauben, da man jetzt ja ganz gut weiß, wo man sich anstecken könnte. Und ich höre so aus dem Umfeld der Bundesregierung, dass sehr bald auch Fußballspiele mit vollem Publikum wieder erlaubt sein werden. Und da rieche ich einfach Parteipolitik und zu wenig Vorsicht. Andererseits wissen wir das kann man halt schwer argumentieren, dass das verboten ist. Oder wenn man gleichzeitig sieht, was am Donaukanal los ist in Wien und die Leute feiern und beieinander sitzen. Ja. Und es gab diese Großdemo, die jetzt auch irgendwie zumindest geduldet wurde gegen den Rassismus in Amerika. Also das kommt noch dazu, es passen die Maßnahmen momentan auch nicht zusammen. Also da sind wir einer Meinung, es passt nichts wirklich zusammen und es wird von einem Tag auf den anderen in Wahrheit entschieden. Ich glaube, du hast vor wenigen Minuten in der Redaktionssitzung von dieser Taschengeldgeschichte gesprochen, dass man den Eindruck hat, die Regierung würde die Bevölkerung und die Unternehmer schlicht mit Taschengeld versorgen. Wer immer sagt, er braucht Geld, bekommt ein bisschen was in der Hoffnung oder in der Hoffnung, dass das dann Wohlverhalten folgt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Hoffnung ist, dass das Wohlverhalten folgt. Wahrscheinlich ist es die Hoffnung, aber zuerst mal muss man mal aufjaulen und raunzen und sich beschweren, dann gibt's vielleicht was. Also es gibt irgendwie keinen Anspruch auf irgendwas, hat man momentan den Eindruck, sondern nur so Almosen, die gnadenhalber ausgezahlt werden. Das Ganze hat sich manifestiert am allerschlimmsten in diesem Foto von der Arbeitsministerin, die irgendwie da diesem Baby einen 100-Euro-Schein in die Hand gedrückt hat. Familienhärtefonds, quasi Auszahlung sollte das darstellen. Der Regierungsfotograf hat das Foto gemacht und die Krone hat's gebracht. Also das war gewollt, dass das so rüberkommt. Und da frage ich mich dann schon, was für einen Blick auf die Welt oder auf uns diese Regierung hat, wenn sie glaubt, das wollen wir sehen. Also Almosenverteilung, anstatt Hilfe, die jetzt wirklich jemanden auch weiterbringen kann. Dann. Spannend in dem Zusammenhang, was jetzt Wirtschaft betrifft, auch darüber sprachen wir eben in der Redaktionssitzung, ist die Grenzöffnungs-Tourismusfront. Da sind die Grenzen jetzt doch viel früher aufgegangen als geplant oder angekündigt worden war. Ich kann mich erinnern, dass aus Hintergrundgesprächen der Bundesregierung, da hat es geheißen, da muss man besonders vorsichtig sein, weil es gibt zwei große Gefahren. Einerseits eben Großveranstaltungen und andererseits der Tourismus. Und dabei ginge es so damals die Argumentation gar nicht darum, sich die Zahlen anzusehen in Ländern, zu denen die Grenzen geöffnet würden, sondern vielmehr, ob diese Länder dann in diesem Sommer
Tourismus-Hotspots sein würden. Da ging es vor allem stark um Kroatien und Griechenland, nämlich Tourismus-Hotspots, wo dann die Briten, die Schweden, und ich will jetzt niemanden diskriminieren, jedenfalls alle gemeinsam an einer Bar sitzen und nicht und das Virus sich da verbreiten kann und man vor allem nicht mehr tracen kann, woher und wohin das Ganze gegangen ist. Jetzt sind praktisch alle Grenzen offen, auch zu Italien im Übrigen. Und ich höre schon aus Kreisen der Bundesregierung, dass da einige Besorgnis da ist. Andererseits das Argument, man konnte dem internationalen Druck nicht standhalten, plus es gäbe das europäische Projekt, plus, und das wird natürlich nicht so laut gesagt, die österreichische Tourismuswirtschaft braucht offene Grenzen auch, weil würden wir die Grenzen in die eine Richtung nicht öffnen, dann würde reziprok wohl auch der österreichische Tourismus leiden. Also ich bin zumindest persönlich sehr neugierig drauf, was da passieren wird und wie viele importierte Fälle wir in Österreich bekommen werden. Also ich glaube, die Politik, und zwar nicht nur die in Österreich, gehorcht jetzt einfach mehr der normativen Kraft des Faktischen. Man hat sich überlegt, was los ist ökonomisch, wenn wir jetzt auch noch diese Sommersaison ruinieren wegen Corona. Und das haben sich alle darauf geeinigt, dass wir das nicht wollen, dass wir uns das nicht leisten können. Und deswegen kann man jetzt wieder herumfahren. Ich glaube, so einfach ist es. Es ist überhaupt, natürlich, wenn man das jetzt misst, was passiert im Moment mit dem, was noch vor 2-3 Monaten gesagt wurde, da passt vieles nicht mehr zusammen. Mhm. Damals allerdings, glaube ich, oder habe ich den Eindruck, wurde einfach der ökonomische Impact total unterschätzt. Also es gab offenbar wirklich ziemlich viele Regierungen, auch unsere, die dachten, man kann ein Land 2 Monate zusperren und danach auf den Knopf drücken und das läuft wieder wie vorher. So ist es nicht, wie wir gesehen haben und auch jetzt noch sehen. Und jetzt versucht man halt irgendwie die dramatischen Auswirkungen, die das Ganze auf die Ökonomie und damit auf unser aller Wohlstand hat, irgendwie noch einzugrenzen. Und da muss man halt dann Dinge auch zulassen, obwohl vielleicht der eine oder andere Virologe oder sonstige Experte sagt, das ist eigentlich nicht begründbar. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, wenn man es jetzt nicht macht, bei doch sehr niedrigen Infektionszahlen, wann soll man es dann machen? Vielleicht könnte man es auch in einem Jahr nicht machen. Beziehungsweise genau, vielleicht gibt es auch nie eine Impfung. Wir müssen irgendwie auch wieder leben lernen jetzt, glaube ich. Ich glaube, was wir uns zeitnah jedenfalls ansehen müssen, ist die Rolle, die Wirtschaftsforschungsinstitute vor 3 Monaten gespielt haben. Damals haben die Wirtschaftsforschungsinstitute in Österreich, ich glaube, WIFO und IHS, davon gesprochen, dass dieser Lockdown oder das Corona vielleicht heuer zu einem Minus von 2% am BIP führen würde. Eine vollkommen absurde Zahl. Du kannst dich sicherlich daran erinnern, dass wir uns damals schon in den Kopf gegriffen haben und ich bin und damals davon gesprochen haben, es werden eher 7-8% werden dort. Bei diesen Zahlen sind wir auch. Internationale Institute, also Institute nicht in Österreich, haben auch nicht von 2% gesprochen, sondern wesentlich mehr. Also was da ins IHS und ins WIFO gefahren ist, ist, glaube ich, eine Recherche wert. Und mein Verdacht ist schon der, dass hier staatspolitisches Interesse in den, sagen wir mal, nur mittelbar unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstituten über wissenschaftliche Erkenntnisse oder Vermutungen obsiegt haben. Also kurz gesagt, dass man da beschwichtigen wollte, obwohl man es eigentlich wirklich hätte besser wissen müssen. Ja. Also es gibt den Verdacht, dass man was gesagt hat, was halt alle hören wollten damals. Genau. Allerdings waren jetzt WIFO und IHS auch nicht die einzigen, die damals dachten, das geht schnell vorbei. Also ich habe das hab ich für total logisch gehalten, aber damals gab es durchaus einige Experten, die dachten, das wird halt ein kleines so sein wird. Ein kleines Tief und dann geht es rasch wieder bergauf. Was, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist im Moment zu dieser Unsicherheit, dass man uns ja immer noch warnt vor einer möglichen zweiten Welle, vor möglichen Rücknahmen der Lockerungen wieder. Das bremst natürlich extrem die Bereitschaft, jetzt zu investieren, vor allem der Unternehmer. Also warum soll ich jetzt beginnen, eine neue Halle zu bauen oder in neue Maschinen investieren, wenn immer noch das Risiko da ist oder jedenfalls theoretisch da ist, dass in ein paar Monaten das alles wieder zugesperrt wird. Auch wiederum Christoph Neumeier von der IV hat gemeint, man müsste klar kommunizieren, dass es auf keinen Fall mehr einen zweiten Lockdown geben wird. Das sagt nicht nur er, das habe ich schon öfter gehört und ich glaube, das stimmt. Es wird so
unterschwellig gab es schon ein paar so Ansagen, auch aus Regierungs- und Beamtenkreisen, dass das nicht mehr sein wird, dass man es beim nächsten Mal anders angehen wird, das Problem. Aber laut gesagt hat es noch keiner und das wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn man das mal tun würde. Wäre nicht schlecht. Ich vermute, da ist einmal mehr in diesem Fall nicht berechtigte Angstmache dabei. Man warnt vor der zweiten Welle, um der Bevölkerung zu sagen, seid weiter vorsichtig. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, das korreliert keinesfalls mit den Öffnungsmaßnahmen, die wiederum untereinander nicht unbedingt korrelieren. Aber ich glaube, da sind wir beide durchaus einer Meinung. Absolut. Liebe Rosi, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke einmal mehr für das Interesse am Innenpolitik-Podcast. Wir erscheinen selbstverständlich im Print und E-Paper auch am kommenden Sonntagmorgen beziehungsweise Samstagabend mit vielen sehr interessanten investigativen Geschichten mit Meinung und mit einigen mehr zu Corona. Danke und auf Wiederhören.